Der Mensch ist ein geschichtliches Wesen. Sowohl unsere persönliche Geschichte als auch die Geschichte und die Traditionen der Völker prägen unsere Identität. Durch Bücher, Malerei, Musik und andere Kunst erlangen wir Einsichten in die Geisteswelt unserer Vorfahren und erkennen dabei einen Teil von ihnen in uns selbst. Wenn wir die Musik vergangener Zeitalter spielen und hören, dann bedienen wir uns oftmals zeitgenössischer Quellen, um ein tieferes Verständnis dieser musikalischen Sprachen, von denen wir durch Jahrhunderte voller geistesgeschichtlicher Veränderungen getrennt sind, zu erlangen. Doch während Worte die Musik immer nur be- oder umschreiben können, so können uns die Klänge von Instrumenten einer Epoche einen viel direkteren Einblick gewähren. Historische Instrumente sind lebendige Zeitzeugen, die uns die Musik vergangener Jahrhunderte näher bringen. Für lange Zeit galt die Schwalbennestorgel in Sion in der Schweiz als die älteste bespielbare Orgel der Welt. Doch seit etwas mehr als 10 Jahren wird ihr dieser Titel von einem Instrument in einer kleinen romanischen Kirche in Nordrhein-Westfalen in Deutschland streitig gemacht. Die Orgel der St. Andreaskirche Ostönnen überrumpelt den Liebhaber nicht mit besonders archaischem Aussehen oder mit scharfen, ungewohnten Klängen. Doch wer genau hinsieht und hinhört, wird mit einer Zeitreise in die Klangwelt des 15. Jahrhunderts belohnt. Dies ist der gotische Klang. Die Orgel der St. Andreaskirche Ostönnen verfügt über 8 Register auf einem Manual sowie ein angehängtes Pedal. Nach Ostönnen kam die Orgel 1722, doch handelte es sich dabei bereits damals um ein gebrauchtes Instrument. Ursprünglich war das Instrument auf einer Empore im Kirchenschiff und nicht im Turm wie jetzt aufgestellt. Doch gibt es von dieser Aufstellung leider keine bildlichen Nachweise. 1874 jedoch wurde die Orgel über dem Altar installiert und verblieb dort, bis sie durch den Orgelbauer Ott im Zuge von Restaurierungsarbeiten in den 1960er Jahren an ihren heutigen Standort ebenerdig im Turm versetzt wurde. Dass hier in der St. Andreaskirche in Ostönnen eine besondere Orgel steht, haben wir dem berühmten westfälischen Orgelbauer Johann Patroclus Möller zu verdanken. Mit 21 Jahren hat er seinen ersten Auftrag bekommen, in der alten St. Thomas-Kirche in Soest eine neue Orgel zu bauen. Und die alte ruinöse Orgel durfte er in Anzahlung nehmen. Da die Kirchengemeinde in Ostönnen gerade eine neue Orgel brauchte, dafür aber nicht zu viel Geld zahlen konnte, hat Möller die alte St. Thomas-Orgel technisch und äußerlich in Ordnung gebracht und an die Kirchengemeinde in Ostönnen für 200 Taler verkauft. Die ursprüngliche Orgel wurde von einem unbekannten Meister erbaut. Man wusste schon immer, dass es sich hier um eine sehr alte Orgel handelt. Man wusste auch, dass 1586 Meister Bartholdus an dieser Orgel gearbeitet hat und unter anderem 2 neue Register, gedeckt 8 und Trompete 8, hinzugefügt hat. Erst bei der letzten Restaurierung 2003 stellte sich heraus, wie alt tatsächlich diese Orgel ist. Das
dass die Orgel in Ostönnen in ihrem Bekanntheitsgrad vielleicht noch ein klein wenig hinter dem vergleichbar alten Instrument in Sion in der Schweiz zurücksteht, hängt nicht so sehr an den inneren Werten des Instruments, sondern vielmehr daran, dass man der Orgel hier in Ostönnen auf den ersten Blick ihr Alter gar nicht so recht ansieht. Der Prospekt ist eindeutig zweigeteilt, wobei die untere Hälfte mit dem Spieltisch eindeutig gotische Elemente aufweist, vor allem zum Beispiel mit der sehr prägnanten Rosette, die in den Spieltisch eingelassen ist. Der obere Teil des Prospekts jedoch erstrahlt in reinstem Bauernbarock und ist damit für den Orgelbau des Barock noch ziemlich untypisch, denn die Verzierungen im Orgelbau des Barock sind meistens sakraler Natur, Engel, Heilige etc. Florale Muster, wie wir sie hier antreffen, sind eher eine Seltenheit und weisen darauf hin, dass es womöglich ein nicht dezidierter Orgelbauer war, der diesen Prospekt gestaltet hat. Was wiederum die Vermutung nahelegt, dass eventuell der Vater von Johann Patroclus Möller, der ein Kunsttischler in Soest war, an der Gestaltung dieses Prospekts mitgearbeitet hat. Untersuchungen an den Hölzern des Spieltisches haben ergeben, dass die ältesten Elemente des Gehäuses bis ins 15. Jahrhundert zurückgehen. Das trifft wohl auf jeden Fall auf die Rosette als auch auf die gotischen Verzierungen neben dem Spieltisch zu. Doch erst durch die dendrochronologischen Untersuchungen an der Windlade ergab sich das wahre Alter des Instruments, denn die Windlade verwendet Hölzer, die um 1410 gefällt wurden. Und bei einer durchschnittlichen Lagerzeit von ungefähr 15 Jahren von Holz ergibt es also eine Bauzeit zwischen 1425 und 1430. Damit ist diese Windlade wohl das Herzstück der ältesten bespielbaren Orgel der Welt. Für lange Zeit war man sich uneins darüber, ob der Spieltisch sich schon ursprünglich an der heutigen Position an der Front des Gehäuses befand oder ob er eventuell früher an der Seite des Gehäuses war. Selbst bei der letzten Restaurierung im Jahr 2003 durch Rowan West konnte diese Frage nicht endgültig geklärt werden. Erst vor einigen Jahren sind Presbyteriumsprotokolle aus dem frühen 19. Jahrhundert aufgetaucht, aus denen hervorgeht, dass bereits damals der Organist angab, er wünschte sich an der Vorderseite des Gehäuses zu sitzen, um stärker ins liturgische Geschehen mit einbezogen zu werden. Aus diesen Protokollen geht hervor, dass man sich in den frühen 1820er Jahren bereits sehr darum bemühte, um diesen Umbau stattfinden zu lassen und man holte entsprechend Vorschläge von verschiedenen Orgelbauern ein. Einer dieser Orgelbauer war Dreimann, der wollte allerdings von diesem Umbau nichts wissen. So war es dann auch, dass das Presbyterium sich ursprünglich für einen anderen Orgelbau entscheiden wollte. Allerdings nach langen Wirren, denn es scheint, als ob damals viele Orgelbauer angeblich keine wirklichen Orgelbauer waren und daher Push abliefern würden, dass man auf Anraten einiger Sachverständiger sich im Endeffekt dann doch für Dreimann entschloss, allerdings nur unter dem Vorwand, dass er eben auch diesen Umbau vornehmen würde. Die heutige Klaviatur jedoch stammt weder von Möller noch von Dreimann, sondern aus dem Jahr 1892, als sie nämlich erneuert wurde. Auch wenn sie auf den ersten Blick recht klassisch anmutet, so erkennt man ihr wahres Alter doch an den verwendeten Hölzern, vor allem in den Backenstücken, als auch durch die allgemeine Länge der Tasten.
Wir befinden uns nun hier im Inneren der Orgel oder an der Rückseite der Orgel beim Herzstück des Instruments. Hier unten, sehr beeindruckend zu sehen, eine beinahe 600 Jahre alte Windlade aus Eiche gefertigt, die nach wie vor ihren Dienst tut. Darüber sehen wir schon hier an vorderster Front die Trompete 8 von Meister Bartholdus und dahinter Sesquialter, Mixtur, Oktave 2, Quint 3, Oktave 4, gedeckt 8 und dann in der Front der Prinzipal 8. Sehr interessant ist hier zu bemerken, dass das gotische Pfeifenmaterial vor allem über Inskriptionen, aber auch durch die Art und Weise der Legierung zu identifizieren ist. Auch wenn in der Renaissance noch ein hoher Bleianteil in den Legierungen üblich war, so ist das in der Gotik noch viel stärker, sodass wir hier beinahe aus reinem Blei hergestelltes Pfeifenmaterial vorfinden. Dieses hat auch eine sehr, sehr dunkle Färbung und auch eine entsprechende Oberflächenstruktur, denn dieses Pfeifenmaterial wurde damals noch auf Lehm gegossen. Darüber hinaus erkennt man das gotische Pfeifenmaterial im Allgemeinen an seinen extremen Wandstärken sowie an den spitz angerissenen Oberlabien und den rund angerissenen Unterlabien mit Eselsrücken. Deutlich wird dieser Unterschied auch im Vergleich mit späterem Pfeifenmaterial, wie zum Beispiel der Oktave 2 von Dreimann. Dieser ersetzte in den 1820er Jahren einen Zimbel durch eine selbstständige Super-Oktave 2. Eine nicht unübliche Konzession an den Zeitgeist, der damals eher das Grundtönige als das Scharfe schätzte. Verbleibende Zweifußpfeifen aus der Gotik wanderten damals in die Mixtur. Bei der letzten Restaurierung durch Rowan West stellte sich jedoch heraus, dass es noch so viel existierendes Zweifußmaterial aus der Gotik in der Mixtur gab, dass man die gotischen Zweifußpfeifen verselbstständigte und die Zweifußpfeifen von Dreimann in die Mixtur stellte. Auf der Windlade stehen sie nun direkt nebeneinander und sind farblich von ihrer Struktur und durch ihre Labienform deutlich voneinander zu unterscheiden. Bemerkenswert sind auch die Pfeifen des Gedeckt 8, einem Flötenregister, das allerdings aus ehemaligen Prinzipalpfeifen hergestellt wurde von Meister Bartholdus. Nun ist es bekannt, dass Flötenregister im Allgemeinen eine weitere Mensur haben als Prinzipalregister, auch wenn in der Renaissancezeit die Flöten noch bei weitem nicht so weit waren wie später im 18. oder 19. Jahrhundert. Dennoch entschloss sich Meister Bartholdus, außer dem, dass er ein Gedeckt aus der Pfeife machte, das Register um einen Ton zu verschieben und dadurch eine größere Breite zu bekommen, eine weitere Mensur. Eine weitere Besonderheit, die wir hier oben erkennen, ist zum Beispiel das rote, nicht abgewaschene Lötzinn, das Johann Patroclus Möller bei seinen Pfeifen benutzte, sodass man relativ einfach erkennen kann, welche Pfeifen Möller selber verändert hat. Dazu sehen wir hier einige Attrappen im Prospekt. Und das ist von vorne im Prospekt nicht sehr gut zu erkennen, von hier hinten aber ganz deutlich Holzattrappen, die also die Reihen des Prinzipals im Prospekt vervollständigen und die an der Vorderseite mit demselben Blattgold und der Zinnfolie überzogen sind wie die restlichen Frontpfeifen. Und wenn man das von vorne sieht, ist das also kaum zu unterscheiden voneinander. Seit der Trennung der Blockwerklade in einzelne Register ist der Prinzipal 8 bzw. der Prestant 8 das Herzstück und die Grundlage eines jeden Orgelklanges. In diesem Fall ist der Prestant 8 zu größten Teil aus gotischem Material im Prospekt zu finden. Möller hat jedoch drei Pfeifen hinzugefügt und die anderen Pfeifen durch Verlängerung verschoben. Es scheint auch so gewesen zu sein, dass die drei größten Pfeifen der Oktave 4 ursprünglich Teil des Prospekts ausmachten. Was man hier auch sehr schön erkennen kann, ist, dass die Mensur der Frontpfeifen, also des Prinzipal, sehr weit gefasst sind. Sie haben
sehr hohe Oberlabien, relativ niedrige Unterlabien und einen ziemlich hohen Aufschnitt. Etwas, das sehr typisch ist für gotisches Pfeifenmaterial, ebenso wie das Material, denn entgegen der Zinn- und Goldfolie, die sie an der Vorderseite bedecken, sind diese Pfeifen aus beinahe reinem Blei hergestellt. Daraus ergibt sich auch der typisch gotische Klang, wie man ihn nennt. Und das kann man auch sehr gut hören in zum Beispiel dem ersten Teil des Salve Regina von Paul Hofheimer. Das erste auf der Windlade befindliche Register ist das Gedeckt 8 von Meister Bartholdus aus dem Jahr 1586. Tatsächlich könnte es allerdings sein, dass diese Pfeifen noch älter sind, als dieses Jahr vorgibt, denn Meister Bartholdus stellte sie aus alten Prinzipalregistern her, die er gekürzt hat. Im Laufe der Zeit wurde dieses Register noch zwei weitere Male verschoben. Nämlich einmal im 17. Jahrhundert um zwei Töne, C und D, und dann noch einmal 1820 durch Dreimann, der es um drei weitere Töne verschob. Dies hatte wohl mit dem veränderten Zeitgeschmack zu tun und dass man sich für Flöten eine andere Mensur wünschte. Bei der letzten Restaurierung durch Rowan West wurde der Zustand von Johann Patroclus Möller um ca. 1720 wiederhergestellt. Das heißt, die letzten drei Verschiebungen von Dreimann wurden wieder rückgängig gemacht. Das Gedakt 8 können Sie hören in sowohl den Variationen über Daphne als auch im dritten Satz des Salve Regina von Paul Hofheimer, dem Ea Ergo. Ein weiteres Register gotischen Ursprungs ist die Oktave 4. Die ursprünglichen Pfeifen sind zum Teil verteilt über andere Register, was an einer Inskription O, die noch aus der Zeit vor Möller stammt, zu erkennen ist. Was besonders auffällt an diesem Register, ist die enorm flötenhafte Qualität, das, was der Franzose im Allgemeinen als Flûté bezeichnet, die dieses Register besitzt. Somit vermisst man eigentlich zu keiner Zeit eine Flöte 4 auf dieser Orgel, denn diese Oktave 4 kann sowohl Oktave als auch Flöte sein.
Alleine zu hören ist die Oktave 4 im Adieu, mes très belles, nach Jules Benchois aus dem Buxheimer Orgelbuch sowie dem letzten Satz des Salve Regina von Paul Hofheimer, dem O Dulcis Maria. Die Pfeifen von Quinte 3 und Oktav 2 entstammen auch größtenteils der Gotik. Bei der Quinte 3 ist vor allem durch eine Inskription Q an den Pfeifen sehr gut zu erkennen, welche Pfeifen tatsächlich aus dieser Periode stammen. Einige sind dann im Laufe der Zeit auch gewandert in andere Register. Die beiden verbleibenden Labialregister, Mixtur und Sesquialter, haben im Laufe der Jahre so manche Veränderungen miterlebt. So weit sogar, dass man sich bei der letzten Restaurierung dazu entschloss, die Mixtur nicht mehr zu verändern, um nicht einen Fantasiezustand durch einen anderen zu ersetzen. Es war schlicht und ergreifend zu viel verändert worden, als dass man einen Originalzustand hätte rekonstruieren können. Ähnliches gilt für den Sesquialter. Allerdings wurde sehr wohl der nicht repetierende Einfußchor aus der Zeit von Möller rekonstruiert. Diese Register bilden nach wie vor eine wunderbare Klangkrone für dieses Instrument und sind zu hören in der ersten Estampie aus dem Robertsbridge Codex als auch dem Passamezzo Antico 2 und 3. Das letzte Register ist die Trompete 8 von Meister Bartholdus aus 1586, hier geteilt in Bass und Diskant. Obwohl die Schallbecher noch aus der Originalepoche stammen, so wurden die Köpfe vom Orgelbauer Ott in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts erneuert, sowie die Messingringe, die die Schallbecher tragen. Auch Kehlen und Zungen wurden von Ott erneuert. Allerdings wurden bei der letzten Restaurierung durch Rowan West diese Kehlen und Zungen wieder rekonstruiert, nämlich nach dem Vorbild der Orgel in Rüsum aus 1529, sodass der Klangcharakter dieser Trompete wieder mehr der Zeit entspricht, aus der sie stammt. Diese Trompete ist zu hören im zweiten Satz des Salve Regina von Paul Hofheimer, dem Ad te clamamus, als auch im Passamezzo Antico 2 und 3.
Was bleibt von all diesen Klängen? Ein Besuch in Osttönnen überrumpelt nicht, aber er bewegt nachhaltig. Die Klänge der gotischen Register erklingen nicht scharf und fremd, sondern beinahe weich und vertraut, auch wenn sie aus einer Periode stammen, die von unserer Zeit beinahe unvorstellbar weit getrennt ist. Es ist leicht, mit Zahlen um sich zu werfen, doch machen wir uns im Zeitalter der Reizüberflutung viel zu selten bewusst, wie wundersam es ist, ein funktionierendes Instrument aus einer Epoche zu hören, in der Martin Luther noch nicht geboren war und Istanbul noch Konstantinopel hieß. Wenn wir in die Geschichtsbücher blicken und über diese Zeiten lesen, so empfinden wir sie oft als fremd und sehen hauptsächlich die Dinge, die uns von unseren Vorfahren trennen. Doch diese Klänge berühren die Menschen heute wie damals und zeigen uns jene Elemente auf, die uns mit unseren Ahnen verbinden. Diese Orgel zu hören und zu bespielen, erinnert einen an all die Dinge, die dieses Instrument kommen und gehen sah. Desto mehr erscheint dieses Instrument wie ein Fels in der Brandung der Geschichte und der gotische Klang, der seit Jahrhunderten die Gedanken der Menschen zum Göttlichen hinlenkt, scheint beseelt vom Ewigen Selbst. Möge dieser Klang noch viele Jahrhunderte lang die Herzen der Menschen berühren.